total schön hier heute an der Lincoln Sudbury Regional High School in dem Workshop mit den Jungs von Wortspiel. Hat uns ausgesprochen gut gefallen. Die Schüler haben enorm davon profitiert. Was mir dabei aufgefallen ist, diejenigen, die manchmal im Unterricht nicht so ganz aktiv sind, sie haben super gerne und super aktiv mitgemacht. Ich habe mal bei einer Konversation so ein bisschen gelauscht, dass eine Freundin von einer Schülerin von mir vorbeigekommen hat und gemerkt, hey, was macht ihr da? Singt ihr da auf Deutsch? Und dann hat sie dann zu der Freundin gemeint, ja natürlich, ich singe auf Deutsch, sogar auf der Bühne. Also, das sind so Erfolgserlebnisse für eine Lehrerin. Ich bin euch sehr, sehr dankbar, Jungs. War total schön und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Andreas Weber, ich bin Lehrer an der German International School in Boston und wir hatten heute im Oktober 2018 die Gruppe Wortspiel bei uns zu Gast, die einen Workshop gemacht hat mit den 8- und 10-Klässlern. Es ging um kreatives Schreiben, um Songtexting und Songwriting und wir hatten gerade die Abschlussveranstaltung und die Schüler haben ihre Ergebnisse präsentiert und es war tatsächlich sehr, sehr beeindruckend, was die 5 Jungs aus Deutschland hier mitgebracht haben, wie sie mit den Schülern gearbeitet haben, wie sie vor allem, und das ist für mich als Deutschlehrer auch unglaublich wichtig, wie sie den Schülern vermittelt haben, was Sprache und Kreativität gemeinsam haben, wie die Kinder mit den Wörtern spielen sollen, Spaß an der Sprache haben sollen. Und das ist tatsächlich heute während dieses Workshops unglaublich gut gelungen. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir die 5 Herren hier zum Gast hatten. Und die Schüler wollten sie gar nicht gehen lassen. Deshalb war das tatsächlich ein richtig schönes Event. Und vielen Dank an die Gruppe Wortspiel. Und wir hoffen, man sieht sich irgendwann mal wieder demnächst, wann auch immer. Vielen Dank. Ich heiße Dice und ich bin aus der Universität von Connecticut. Ich habe dieses Workshop gemacht und es war super, super. Es war so gut, weil man sprechen und tanzen. Lache, ja. Es ist super, super spitz. Und ich habe über viele deutsche Dinge gelernt und über Improv gelernt. Es war super interessant. Ich bin Tina Peterreit, ich bin Deutschlehrerin hier an der German International School New York in der 8. Klasse und heute haben meine Schüler ganz, ganz viel gelernt darüber, wie man spannende, aufregende, anschauliche Geschichten schreiben kann, kreativ sein kann. Sie haben Adjektive benutzt, die ich noch nie gehört habe von Ihnen vorher. Sie haben ein wunderschönes Lied geschrieben gemeinsam und das auch aufgeführt und haben sich getraut, kreativ zu sein. Und ich habe einfach gesehen, wie die Schüler sehr, sehr motiviert waren, sich einmal mit verschiedenen Worten auseinanderzusetzen und richtig, richtig viel Spaß hatten.